Ab wann brauche ich eigentlich ein Gewerbe und kann ich auch ohne Gewerbe schon handeln? Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute sprechen wir über das Thema Gewerbe. Ja, das Gewerbethema ist ein bisschen stumpf, aber ich nehme das mit in diese Serie auf, weil das meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Ich werde in diesem Video auch nicht mit euch zusammen das Formular durchgehen. Falls Interesse sein sollte an diesem Thema, das ganze Formular mal durchzugehen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Weil dann werde ich nicht nur die Gewerbeanmeldung einmal durchgehen, sondern auch das Schreiben ans Finanzamt. Denn, und so ist es nun mal, diese Sachen werden alle benötigt, wenn wir unser Gewerbe anmelden. Es sei aber von Beginn an gesagt, es ist nicht aufwendig, es ist nicht groß, es ist nicht schwer. Punkt 1. Erstmal das Allerwichtigste. Ab wann brauche ich überhaupt ein Gewerbe? Und das ist eine Frage, die wir uns alle am Anfang stellen oder alle am Anfang sich gestellt haben und von euch mit Sicherheit auch einige sich stellen. Und ich kann euch sagen, das ernüchternde Ergebnis, nein, ihr könnt nicht einfach anfangen und erst ein paar hundert oder ein paar tausend Euro Umsatz machen und irgendwann auf die Idee kommen, auch ich bräuchte ja noch ein Gewerbe. Nein, also ja, kann man machen, sollte man aber nicht, denn im Rechtstext ist es so geschrieben, dass ein Gewerbe angemeldet werden muss, sobald man eine Gewinnerzielungsabsicht nachweist bzw. nachweisbar ist. Das heißt, wenn ich jetzt auf eBay einen Account habe oder auf eBay Kleinanzeigen beispielsweise und ich verkaufe ja ein altes Lego-Spiel oder ein altes Computerspiel, was ich seit 25 Jahren in meinem Regal stehen habe und verkaufe das da für 14 Euro, dann interessiert das niemanden. Sollte ich allerdings jetzt mal durch den Laden schlendern und sehen, oha, dieser Drucker ist um 60% reduziert und er wird auf eBay für das Doppelte verkauft, den nehme ich mal mit und verkaufe den wieder auf eBay. Solltet ihr an dem Punkt sein, dann seid ihr im Punkt des gewerblichen Handels, weil ihr den Einkauf nur durchgeführt habt, um ihn weiter zu verkaufen. Dasselbe gilt beispielsweise auch, wenn ihr mit YouTube anfangt und eure YouTube-Videos ja monetarisiert, das heißt Werbung draufschaltet und damit Geld verdient. Oder wenn ihr eine Instagram-Seite habt und auf dieser Instagram-Seite beispielsweise Sachen postet, um andere Sachen zu bewerben und damit eventuell Geld zu generieren bzw. zu erwirtschaften. All diese Punkte erfordern einen Gewerbeschein. Man hat auch viele Vorteile, muss man auch dazu sagen. Ein angemeldetes Gewerbe gibt dir einige Freiheiten und einige Vorteile, die dich auch in deinem privaten Leben beispielsweise mit beeinflussen. Gerade jetzt im Lockdown habe ich es gemerkt, dass einige Geschäfte nur für Gewerbstätige geöffnet haben. Und ich mache ein Gewerbe nebenbei, ich verdiene nicht sonderlich viel Geld. Trotzdem habe ich diesen Gewerbeschein und kann den nutzen, um beispielsweise im Baumarkt einkaufen zu gehen, wenn alle anderen meine Freunde oder auch Kollegen nicht die Möglichkeit haben, weil sie einfach kein Gewerbe haben und dementsprechend nicht gewerblich handeln. Also ganz wichtig, egal was ihr macht, habt ihr eine Gewinnerzielungsabsicht, ist ein Gewerbe anzumelden. So, das ist jetzt mal die allmann-deutsche Art, was natürlich auch der Fall ist und wo euch auch keiner für an den Galgen hängen wird. Wenn ihr mal in das Thema reinschnuppert und jetzt tatsächlich mal den Drucker kauft und den doppelt so teuer verkauft oder wenn ihr mal hier eine Kleinigkeit kauft und das woanders wieder verkauft, dann wird euch niemand dafür an Galgen hängen. Aber solltet ihr es wirklich gewerblich machen und mehrere Sachen an- und verkaufen, dann ist es schon von Vorteil, ein Gewerbe anzumelden. Erstens habt ihr dann später keinen Stress, weil wenn ihr es wirklich durchzieht, werdet ihr früher oder später um ein Gewerbe nicht drum rumkommen. Und zweitens spart ihr euch eine Menge Kopfschmerzen. Weil, und das kann ich euch aus Erfahrung sagen, die ich zum Glück nicht selber gemacht habe, aber ein Kollege von mir, der hat damals angefangen, Sachen zu kaufen und zu verkaufen. Das waren damals USB-Sticks und andere Speichermedien und später auch im Bereich der Autoteile. Da hat er dann von gewissen Seiten gekauft und dann privat bei eBay verkauft. Das lief auch sehr gut, meinte er. Nur irgendwann, und das kann halt immer passieren, kommt vielleicht irgendeiner, der gerade Jura studiert hat, der leider keine Stelle bekommen hat, aber sich ein bisschen mit Rechtstexten etc. auskennt, stöbert dann durch eBay und sieht, ah okay, Hans-Peter hat 24 Mal dieses Spiel inseriert, der hat 34 Mal eine GameCube inseriert, der hat 12 Mal Tassen von der und der Marke inseriert. Das ist aber komisch, er ist aber als privat gemeldet. Dann setze ich mal ein Schreiben auf, blub 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 und piss ihn an die Karre. Ja, und diese Möglichkeit besteht leider auch, dass ihr abgemahnt werdet. Das heißt, dass irgendeiner, der meint, er hat ein bisschen mehr zu sagen, euch auf einmal findet und herausfindet, oh, der Typ hat ja kein Gewerbe angemeldet und euch dann dafür an den Pranger stellt. Das ist zum einen nervig, weil ihr mega den Aufwand habt. In den meisten Fällen macht es auch keinen Sinn, da irgendwie versuchen, mit Anwalt gegen anzugehen. Da muss man halt eine
seine Strafe zahlen und ab dem Zeitpunkt noch mehr aufpassen. Und das ist auch genau der zweite Punkt. Man verscherzt es sich einfach. Man verscherzt es sich unnötigerweise, weil einfach diese Gewerbeanmeldung einzugehen, ist kein großer Aufwand. Und mit der Kleinunternehmerregelung hat man sogar noch die Möglichkeit, dass es nicht steuerlich unmachbar ist, sondern dass man steuerlich wirklich das auch privat einigermaßen hinbekommt. Und das ist noch so ein Punkt, wo viele Leute Angst vor haben. Kann ich auch gerne nochmal ein weiteres Video zu machen, wenn da das Interesse von euch besteht. Also, wie gesagt, Zitat bzw. Fazit für dieses Video. Gewerbe anmelden ist für jeden verpflichtend, der eine Gewinnerzielungsabsicht hat. Was ich aber noch dazu sagen kann, ich meine, das ist, googelt ihr innerhalb von 3 Sekunden, gebt einfach ein Gewerbe anmelden und dann gebt ihr eure Stadt ein. Und dann werdet ihr erstens ein Formular finden, das gilt zwar bundesweit, aber das wird auf der jeweiligen Gemeindeseite oder Städteseite auch nochmal zur Verfügung gestellt. Das ist ein ganz kleines Formular, das wird ausgefüllt. Das ist ein PDF-Dokument, da schreibt ihr euren Namen rein und was ihr vorhabt zu tun. Wie gesagt, das können wir auch gerne nochmal zusammen machen. Und das damit, diesen Zettel geht ihr dann einfach zu eurer Gemeinde und sagt hier, ich möchte gerne ein Gewerbe anmelden. Die sagen, jo, alles klar, wenn alles passt, zack, 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 bumm, Stempel hier, gebt uns bitte 23,50 Euro, kostet so 15 bis 30 Euro. Und dann könnt ihr mit dem Gewerbeschein nach Hause gehen und froh sein. Ja. Ihr werdet dann ein paar Tage später noch vom Finanzamt eine Nachricht bekommen, weil die ganz gerne wissen wollen, was ihr denn überhaupt vorhabt und in welche Richtung das geht, damit die sich darauf einstellen können. Das funktioniert automatisch, das wird eure Gemeinde an das Finanzamt weitergeben. Da ist dann auch noch ein PDF-Dokument auszufüllen, das vielleicht 2 Seiten länger ist, aber auf jeden Fall machbar ist auszufüllen. Das übermittelt ihr dann dem Finanzamt und dann nimmt das Ganze seinen Weg. Also der Aufwand ist nicht wirklich groß, wenn man beachtet oder bedenkt, was passieren kann, wenn man den Aufwand nicht in Kauf nimmt, sondern einfach ja, wild drauf losarbeitet. Wie gesagt, wenn ihr im ersten und im zweiten Monat vielleicht 50 oder 100 oder 200 und meinetwegen auch 300 Euro Umsatz macht, da wird euch mit Sicherheit keiner für ärgern und da kann euch vielleicht auch keiner eine große Gewinnabsicht nachweisen. Sollte das allerdings in die höheren dreistelligen bis vierstelligen Umsätze gehen und man deutlich mehr Sachen auf eBay inseriert haben, dann tut euch selber einen Gefallen und meldet ein Gewerbe an, alleine schon, um irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten aus dem Weg zu gehen. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich selber eine positive Bewertung freuen und natürlich ein kostenloses Abonnement in dieser Serie, die sich noch ein bisschen mehr auf das Thema Reselling, also An- und Verkauf, spezialisieren wird. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr weiterhin sehen wollt und würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.